Wie immer ist hier tote Hose. Ich würde euch gerne immer mehr von ihm zeigen, aber das geht tagsüber halt nicht. Und für heute war mit den Tierchen ein anderes Video geplant. Das habe ich jetzt aber umgeswitcht, weil das dann erst nächste Woche kam. Und ihr hattet dazu oft den... Pedro, geht es dir gut? Du bist gerade irgendwie ein wenig... Weiß ich nicht. Also es war was anderes geplant für heute und das habe ich jetzt aber umgeswitcht, weil ich das umgeändert habe, weil... Ihr werdet es sehen, wenn das Video online kommt. Ich finde das ziemlich doof, am Freitag zu machen, weil es einfach sehr lustig ist und einfach so ein... Ihr könnt dieses Video nicht ernst nehmen, deswegen, das war nämlich mein Wish-Haul. Und ich hatte in den Kommentaren gelesen, dass ihr euch wünscht, dass ich einmal ein neues Hamster-Update-Video mache von den Sachen. Hier am Anfang direkt gefragt, wenn ich mal ein komplettes, ja, Arach liebe ich, ein komplettes Update von den Tieren machen soll. Also ich zeige euch nicht nur das Hamster-Nager-Zubehör von innen, von meinem Schrank, sondern halt auch das von Ara mit all den Geschirren und Halsbändern und von Pedro mit dem Spielzeug und auch mit seinem, weiß ich nicht, Futter und seinen Schlafplätzen. Warum bist du gerade richtig genervt? Boah, ey, wenn jetzt der blöde Hamster nicht rauskommt, dann musst du uns filmen, ne? Also der ist gerade wirklich mega... Naja, dann schreibt's mal, ob ich auch von allen meinen Haustieren so ein Update machen soll, was für Sachen da sind. Und ja, ich werde dich jetzt auf die Socken nach oben machen, ne? Ich weiß gar nicht, Ara, was ist los? Du bist so verkuschelt gerade. Das ist mega niedlich. Und dann zeige ich euch mal am besten die momentanen Sachen drin, weil, ja, weil draußen habe ich noch mehr für die Kaninchen, weil ich habe immer Kaninchen und Hamster selber getrennt. Ich habe super cute Pantoffeln, ich weiß. Mit der Handykamera fange ich irgendwie von innen drin das Licht besser ein. Ich muss mal überlegen, ob ich hauptsächlich nur hier mitfilmen soll. Das ist jetzt mein Hauptschrank für eigentlich nur den Hamster hier drin. Da sind auch ein paar Kaninchensachen drin, aber der Rest von den Kaninchen ist in der Garage, weil die haben nämlich andere... Streusäcke, weil ich das von den beiden Tieren trenne. Und machen wir den mal kurz auf. Und ich kann euch auch jetzt zeigen, was sehr passend ist, was genau angekommen ist. Flobys neue Transportbox hier, viel größer als seine alte. Und wie ich im Video gesagt hatte, boah, die ist bestimmt super männlich pink. Was nicht heißt, dass dass Pink nicht männlich wäre oder dass Männer kein Pink oder sonst was, sondern einfach, weil ich einfach geraten hatte, weil ich würde mir persönlich nicht so etwas holen in der Farbe. Aber gut, das war super geil im Angebot, deswegen hatte ich das auch vom Warenhaus bei Amazon bestellt gehabt, da kam man nochmal 20% drauf, genau wie das Grasnest hier unten, aber es war so vorauszusehen, dass ich sage, ja, das wird bestimmt sowas toll passendes Pink sein und dann war es Pink, wobei es ist bordeaux-rot, es ist Pink, es sieht auf der Aufnahme ein bisschen anders aus. Hier unten haben wir eigentlich immer die riesengroße Säcke, das sind meine großen Streusäcke von, das sind 14 Kilo, ich weiß gar nicht, das ist hier wohl super, 14 oder 24 Kilo und wenn das voll ist, geht das bis hier oben, weil das Regal habe ich hier selber eingebaut. Das ist auch hier ein Ikea-Schrank. Ja genau, eigentlich für Vorräte oder sowas oder für Klamotten, glaube ich. Den habe ich halt umgebaut. Und das war mal ein Sandbad gewesen bei dem Roborowski-Zwerghamster. Das ist auch riesengroß. Aber jetzt natürlich nicht in der Benutzung, weil Flobi das eigene hat. Und das werde ich ja wahrscheinlich irgendwann mal benutzen, deswegen ist das hier noch. Wir haben hier oben dann auch noch was zum Saubermachen. Die anderen ganzen kompletten Sachen sind draußen, weil die benutze ich bei den Kaninchen immer täglich. Und das ist hier schon kaputt, habe ich aber so gelassen. Das hatte ich noch nie benutzt, weil das ja für einen Zwerghamster und auch ja, eigentlich für einen Goldhamster sich nicht eignet. Eher für Mäuse. Ob ich das mal verlose oder so oder was genau... Das weiß ich noch nicht. Hier habe ich mal eine ganze Ansammlung an Streu, die ich eigentlich Heu, die ich noch nicht verfüttert habe. Hier Vita Pferde. Ich wechsle immer momentan, weil ich einfach gucken will, was die Kaninchen fressen. Die sind immer sehr wählerisch. Und ich habe auch nicht so große Säcke. Also da habe ich wirklich die kleinen, weil ich dann mehr Auswahl habe. Hier, das ist glaube ich von Fressnapf, dieses Nature. Ja, genau hier. Grüne Natur, das wird gut angenommen. Hier haben wir auch noch, steht sogar Preis dran, das ist auch Chipsy, das ist eine kleinere Packung gewesen. Habe ich auch beim Flobi mit unterrührt, also gemischt und auch mit dem Heu. Ich weiß, ihr schreibt immer unterschiedliche Erfahrungen in den Kommentaren mit verschiedenen Streusorten und wie oder was auch immer. Aber hier das Super, das staubt wirklich kaum. Ey, das war...
richtig toll, mal durchatmen zu können wieder, weil ich hatte ja dagegen das Classic-Eimer, um das ein bisschen grober zu machen, komplett rein. Und das unterscheidet sich so sehr, weil ich hatte das lange nicht mehr hier. Und falls ihr auch selbst eine Stauballergie habt oder auch schlecht mit der Luft oder sonst was oder naja, eure Tiere Probleme haben, Augenprobleme oder irgendwas auch mit Lunge, würde ich euch das Streu empfehlen. Aber das wissen jetzt die Zuschauer, die länger da sind, schon. Dann haben wir hier so ein Überstreu. Das habe ich gar nicht bei den Kaninchen bislang benutzt. Sollte ich mal machen. Das ist auch so ein Waldabenteuer oder Country Floor. Auch oh, hier habe ich zwei von Vitakraft. Ist das? Das war mal im Angebot, deswegen habe ich das mitgenommen und fürs Gehege. Aber wenn ich jetzt, weiß ich gar nicht, nächste Woche oder darüber die Buddelkiste für die Kaninchen baue, dann kommt das da auch rein. Und also der Flowbee hat damit eh nichts gemacht. Also das hat sich irgendwie dann nicht für den gelohnt. Ich tue die Sachen eben wieder hier rein, so einmal und zweimal. Okay. Und jetzt hier oben die nächste Etage. Hier sind, und jetzt ist es mal wieder voll, Nagerhäuser drin. Das sind diese Heuhäuser von JR Farm. Die fressen meine Kaninchen ja so gerne und machen die kaputt. Wenn wir das mal drehen, ich hoffe, das ist nicht zu laut. Hier, da habe ich welche auch im Doppelpack gekauft. Die kriegen die alle ein, zwei Wochen ein Häuschen und das ist Größe M, weil die einfach perfekt in den Stall unten reinpassen. Und wenn die dann draußen sind, habe ich immer Angst, wenn es dann regnet und ein bisschen feuchter ist, ziehen die Feuchtigkeit auf. Und sonst gibt es noch eine größere Größe und dann gibt es noch, das hat ja hier der Floby, die kleinere, aber da geht er ja nicht richtig dran. Deswegen wird das auch wahrscheinlich für die Kaninchen sein. Hier am Rand hat er aber schon was abgefressen, also er knabbert schon, aber vielleicht traut er sich noch nicht richtig. Ich muss ihn halt noch weiter beobachten. Also davon habe ich momentan zwei hier. Daneben sind noch leere, ich weiß nicht, wie die Dinge heißen, sind das MEPA-Dosen? Auf jeden Fall sind das Dosen, die sind luftdicht verschlossen. Ich hatte mal, als ich nicht gefilmt hatte, hier im Sommer, oder wann hatte ich wieder das Problem, dass ich tolle, also nicht Parasiten, aber ungebetene Gäste hier hatte. Ich weiß nicht, ob das Lebensmittelmotten waren oder sowas, aber die hatte ich halt im Futter gehabt und irgendwie auch in mehreren von meinen Aufbewahrungsboxen und die sind halt wirklich luftdicht. Habe ich für euch mal unten verlinkt und ich habe mir dann zwei Sets, sind das zwei Sets? Zwei verschiedene Sets gekauft und hier oben sehen wir ja auch, sind die schon da befüllt. Weil ich sagen muss, dass es auch noch andere Sets gibt, die ich super gut finde. Auf Aufbewahrungsboxen, tut mir leid Leute, ich muss erstmal gleich wieder meinen Kaffee trinken. Und dann habe ich mich damit abgesichert, dass hoffentlich keine weiteren kleinen Tierchen hier reinkommen, also Lebensmittelmotten oder diese komischen Käfer oder so weiter, weil man hier einfach super gut reingucken kann, ob da irgendwas ist, speziell auch wirklich bei Frischfutter wie hier. Apfelstücke haben wir da hier oder auch Karotten sind mega beliebt, da auch von kleinen Würmchen und Co. Hier haben wir Erbsenchipsflocken hier. Das muss ich noch auffüllen. Das sind Löwenzahnwurzeln. Das sind die geilsten Favoriten, die meine Kaninchen so wegfressen. Und das Problem ist, dass man die nicht überall kriegt. Und ich finde, Löwenzahnwurzeln sind ganz schön teuer. Aber die fressen das so gerne. Hier, das habe ich neu, aber noch nicht verfüttert. Das sind so Karottensticks. Da, ich weiß nicht, ob die fressen. Aber auf jeden Fall, Karottensticks finden die auch hoffentlich lecker. Und da ist auch eine natürlich für Flobi, auch wenn das fast so groß ist wie er. Aber egal. Hier auch habe ich dann reingetan so ein Mais zum Aufhängen. Eigentlich als Beschäftigung, aber die brauchen nicht mal einen Tag, um da komplett abzunagen draußen. Und weil jetzt halt ein bisschen kälter ist, kriegen sie mehr an Energie dadurch. Hier haben wir das Hauptfutter von Flobi. Da sehen wir, dass das ist so ein gemischtes ohne Mehlwürmer. Die haben wir an der anderen Seite, die zeige ich euch gleich. Das wird auch gut angenommen. Ich bin jetzt nicht, sage ich jetzt mal, ich hätte andere Futterqualität erwartet. Vielleicht muss ich das auch noch mehr mischen, weil er lässt einiges auch liegen. Aber er hat vorher auch was anderes gefressen. Also das ist jetzt das von Getsu. Ich probiere auch immer aus. Muss ich schauen. Hier haben wir, das habe ich leider vergessen, irgendwie einen Kräutermix. Habe ich nochmal mit anderen Futtersorten hier das Kraftfutter in den großen Behälter. Das ist der größte, den ich habe hier gemischt. Da seht ihr auch noch ein bisschen. Hier haben wir sämtliche Sachen an das ist noch so ein, für ein Laufrad, so ein höhenverstellbarer Podest, sowas ähnliches, das habe ich noch auszupacken. Und hier sind halt so Hygieneartikel drin, wie
ja, Teppichreiniger oder Käfigreiniger oder Urin in Fleckenentferner, ne, wenn mal Malheur passiert ist. Da hinten haben wir dann auch einen Sack und die Schaufel zum Saubermachen. Das hatte ich euch ja, glaube ich, schon mal in irgendeinem Video gezeigt. Aber hier sind halt, also das ist auch alles eingequetscht, ne, weil ich wollte gucken, dass ich den Platz hier ausnutze. Und normalerweise ist das ja hier auch voller. Aber es liegt halt auch daran, weil das ja eigentlich ein Kleiderschrank war und hier eine Stange. Und dann habe ich mir gedacht, ja, baust du einfach nochmal so ein Regal rein. Hast da aber auch noch Platz, weil das ist da ein bisschen unprofessionell befestigt. Aber es hält, ist doch super und stört nicht, weil ist ja eh alles dann hinter den Türen. Hier oben haben wir Rauffutter. Ich habe ganz schön viel schon eingekauft, weil ich einfach halt auch einen Vorrat haben wollte für den Winter. Für die Kaninchen, das ist hier Löwenzahnmix. Dann haben wir hier, ich hoffe, das raschelt nicht zu sehr im Video, haben wir Kräutergarten, auch ganz viel. Sonst hatte ich auch so Heubälle, die haben sie aber schon alle weggefuttert. Also diese Weidenheubälle, die auch kaputt machen können. Hier haben wir auch nochmal doppelt viel. Und wenn man dann hier rausgeht, weil das ist ja hier der gesamte Schrank. Übrigens haben Ara und Pedro unten auch noch einen Schrank eigentlich, den benutzen wir aber mit. Und die haben ein eigenes Kabuff. Kabuff ist sowas ähnliches wie eine Abstellkammer. Da haben die auch ein paar Regale voll. Also jedes Tier hat was eigenes. Plus der Flowbee, also mein Hamsterchen, hat hier auch noch alles unten voll mit Sachen. Ja, ich habe irgendwann meine Wohnung und die Tiere haben dann ihre 5 eigenen Schränke und ich habe nur einen. Ja, das habe ich mir ja selber ausgedacht, weil normalerweise ist das fürs Badezimmer zum Duschen, aber ich habe das dann selbst hier befestigt mit kleinen Schrauben. Das ging ganz gut. Hier haben wir von einem Kalender, den ich mal hatte, habe ich das schön für die Kaninchen, als sie noch hier waren. Da möchte ich auch noch ein paar Hamsterchen hier dran kleben. Das so befestigt. Und wir sehen, hier ist auch einiges leer. Ich hatte da mal mehr Leckerchen drin. Ich habe den Flobi auch noch nicht so lange und das sind so kleine Snack-Dinger, die man den Tieren mal geben kann. Hier sind seine Mehlwürmchen, das sind auch richtig schön große. Ich weiß aber leider nicht mehr, woher ich die mal gekauft hatte. Huch. Und hier sind Spielsachen für die Kaninchen noch. Da habe ich auch unten, glaube ich, noch so viel, also so Bälle. Die befülle ich dann immer und dann lasse ich die auch für eine Stunde drin und beobachte das auch dann, weil ich halt gucken möchte, ob die Sachen kaputt machen oder zerbeißen. Da bin ich immer ganz vorsichtig, aber Bröckchen mag das sehr, aber Karl hat wohl mehr Köpfchen und kann das besser durchsetzen. Also der ist da mehr bei den Sachen dabei, wenn es darum geht, Futter zu erarbeiten. Auf der anderen Seite habe ich hier nochmal das Gleiche. Das kriegt ihr eigentlich, boah, das kriegt man überall. Man kriegt das bei Poco, man kriegt das bei Amazon, man kriegt das bei Ikea, man kriegt, das ist so ein Artikel auch in jedem, weiß ich nicht, 1-Euro-Laden oder so, könnt ihr den auch kriegen. Aber ich habe den, glaube ich, bei Poco gekauft. Jetzt ist die Kamera ausgegangen, Entschuldigung, ich kam aus Versehen da dran. Auf jeden Fall habe ich den schon vorher besorgt, war für mich mal gedacht, für meine Materialien, für meinen 3D-Drucker. Habe ich aber dann hier auch befestigt. Hängt nicht so gut da dran, aber trotzdem hält es und hier sind halt so Fertigprodukte drin zum Knabbern. Sehen wir so einmal. Hier auch für den Flowbee, das hatte ich ja bei Zuzaya gekauft. Finde ich auch sehr, ich hoffe, ich kann ihn dann filmen, wenn er das ausprobiert. Das ist so ein Knabber, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann, so ein Knabberaltar oder so. Aber ist auch richtig süß gemacht. Und sonst habe ich hier nur so, ja, die altbewährten Knabberstangen drin, die die Kaninchen ab und an mal kriegen. Nicht immer, aber ich kaufe dann auf Vorrat direkt. Dann habe ich auch wieder für einen Monat und das reicht auch locker bis nächstes Jahr, weil so viel von diesen verfütter ich nicht. Ich habe ja auch noch das da. Und hier oben, das wollte ich eigentlich schon im Gehege lassen, aber habe ich noch nicht gemacht, ist ein süßes Tippi für den Flowbee. Schade, dass ich das nicht schon in Blau hatte, aber man kann ja nicht alles in Blau haben. Und hier haben wir noch über so eine Heuglocke für die Kaninchen. Davon hatte ich auch, glaube ich, noch eine. Aber es ist immer unterschiedlich. Also das ist jetzt hier einmal, oh, eine TikTok-Nachricht. Einmal nur der Schrank für die, für den Hamster eigentlich mehr. Ein paar Sachen sind auch für die Kaninchen da drin, aber das ist jetzt hier nur der Schrank von Flowbee momentan. Und daneben haben wir ja auch noch das ganze Zubehör dann in seinen unteren Kallax. Wenn wir uns die Tiefen mal angucken, haben wir hier alle Einzelteile der Laufräder. Hier, wie heißt der nochmal? Der wurde so lange nicht mehr benutzt, das tut mir leid. Der Flying Saucer, hatte ich auch mal ein Video von gedreht, die Einzelteile auch vom Bodenspiel, was man ja jetzt nicht mehr so herkriegt. Und dann haben wir da auch noch ein Sandbad und alles Mögliche. Ich habe hier nochmal extra
ganz viele Einzelteile, auch für Weihnachten, wenn ich das jetzt noch die Tage schnell schmücken werde, dafür gibt es dann auch ein Video. Ne, der hat hier seine kleine Pommelschale, dann, das ist leider schon ein bisschen kaputt, aber das ist auch schon ziemlich alt, dann ist das so ein Nagerversteck. Hier haben wir die Rainbow Bridge, Erdbeerhäuschen und hier ist auch eine ganze Kiste voll mit total süßen Trinknäpfen. Und hier haben wir dann auch noch Sachen zum Buddeln. Für den Nestbau des Maisgranulat. Super gut, das sollte ich auch nochmal bei ihm verwenden. Hier haben wir auch noch eine Kapok-Schote. Und das ist immer so viel. Aber ich finde das eben halt so toll mit der Gehegegestaltung. Das ist richtig voll. Hier haben wir noch die ganze Careflash und da unten haben wir noch den Sand zum Wechseln. Also das ist auch richtig viel, wobei ich euch immer noch nicht gezeigt habe, was ich an Bastelsachen für den alle habe. Aber ich glaube, dazu sollte ich nochmal ein extra Video machen. Also hier der Schrank außerhalb ist auch noch gesagt für die anderen Tiere mit bei. Wenn ihr wollt, dass ein extra Video dazu kommt, wo ich dann mal allgemein mein gesamtes Haus hier Zubehör zeige, also alles, was ich da habe, schreibt es in die Kommentare. Ich kann es mir dann noch durchlesen, dann werde ich das auch wahrscheinlich dann noch für euch in den nächsten 2 Wochen realisieren. Wie gesagt, wir haben hier auch noch einen Haufen an anderen Sachen von dem Hund und Hundegeschirr und die haben wir auch selber noch einen Hund. Ich würde es einfach nur mal gerne wissen, weil ich bin nie auf die gekommen, eigentlich von allen Tieren mal so ein Video zu machen. Und ja, Däumchen oben wären Träumchen. Ich hoffe, das nächste Video bringt euch ein bisschen zum Lachen. Das ist sehr lustig und ich weiß jetzt nicht, wer die Ara hier mal sieht. Was ist los? Wir gehen gleich eine Runde spazieren und dann auch auf den Weihnachtsmarkt. Werdet ihr auch noch in Zukunft sehen. Und warum hast du Haare auf deiner Nase? Danke fürs Zuschauen und ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!